Also wir haben das Glück, unsere Dienste selber organisieren zu dürfen. Wir planen unsere Touren im Team selber. Und je nachdem, was unsere Klienten benötigen, übernehmen wir die medizinische oder pflegerische Tätigkeit zu Hause. Und die Dokumentation, die ist natürlich das A und O bei uns. Gerade weil wir unsere Dienstpläne in jedem Team selber erstellen können, kann ich den Job gut mit der Familie verbinden. Wir nehmen beim Erstellen gegenseitig Rücksicht aufeinander, können unsere Termine mit einarbeiten und sind für unsere Kinder da. Naja, bei der Diakonie im Landkreis Gotha verdient man ziemlich gut. Und wer hier viel macht, wird auch entsprechend belohnt. Und was super ist, die ganzen Sondergratifikationen, die wir bekommen. Kindergeldzuschlag, Ferienspiele. Und super ist, wir dürfen zum Dienstwagen wieder nach Hause nehmen. Und das gibt's nicht überall. Nur selten. Ich bin auch nicht getauft oder konfirmiert. Aber das ist heute auch gar kein Einstellungskriterium. Also so einen kleinen Tick habe ich noch, muss ich ehrlich zugeben. Wenn ich ins Büro komme oder zu den Klienten, die jeden Tag versorge und ich rufe Hallöchen, wissen sie alle sofort, wer da ist.